Leute, was geht? Ihr habt den Titel schon gelesen. Ehrenlose Memes, Folge 2. Warum? Weißt du warum? Nein. Warum denn nicht? Warum weißt du es denn nicht? Ich weiß es nicht, Bruder. Naja, es liegt daran, dass YouTube tot ist. Damals war es was Besonderes, ehrenlose Memes einmal die Woche auf den Kanal zu sehen. Und jetzt machen wir es en masse, weil YouTube tot ist. Und jetzt hast du einen eigenen Kanal gemacht. Stimmt, ich zeige ihn dir mal ganz kurz. Zeig mal kurz. So sieht der Kanal aus. Wie findest du den Banner? Ist das Michael Jackson? Nee, das ist Obama. wir haben mittlerweile knapp 6.700 Abonnenten durch das letzte Video gemacht. Wir schlagen jetzt zwei Fliegen mit einer Kappe. Wir laden die Meme-Folge hoch und reagieren drauf. Das ist ein Community-Ding. Weißt du, ich meine? Ja. An der Stelle, falls ihr Discord habt und uns auch Memes reinposten wollt, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Geht auch bitte auf dieses Video, drückt auf das Video drauf, gebt einen Daumen hoch, Digga, weil wir versuchen, den Algo zu pushen. Das braucht nämlich ein neuer, frischer Kanal. Ich bin sehr zufrieden. Vielleicht wird es ja in der nächsten Folge auf diesem Kanal 10.000 Abonnenten geben. Das wäre sehr schön. Natürlich wäre das schön. Natürlich wäre das schön, ja. Ja, klar. Okay, so, Folge 1 war okay, war solide. Guck mal, die erste Folge hat 12.000 Klicks gemacht. Wallah, schmeckt. Und jetzt gucken wir mal, ob die Folge besser wird. Jetzt haben wir 2 weitere Minuten bekommen. 8 Minuten. Mal gucken, ob die Community meinen Humor getroffen hat. Bruder, sag mal so, also ich bin ein Mensch, ich lache sehr selten bei sowas. Okay, okay. Und, wenn ich jetzt lachen würde, dann ist das schon witzig, glaub mir. Okay, na gut, dann sind wir beide. Ich mach nicht Lachen-Challenge. Okay, du machst nicht Lachen-Challenge, gut. Los geht's. Erster Arbeitstag lief Bombe. Ich mag es nicht, wenn sich Leute wehtun. Das finde ich nicht so witzig. Wenn meine Mutter durch die Wände merkt, dass ich kein Schneidebrett benutze. Okay. Ich, der zum ersten Mal im Winter Köldorf wollte. Okay. Gut, machen wir den Kanal halt kaputt, indem du gar nicht lachst, weil du einen Winterschlaf vor dir hattest. Gut, wir machen weiter. Aber bis jetzt fand ich es auch nicht witzig. Was du siehst, wenn du das erste Mal in Berlin bist? Ist das Arvin? Kann sein, vielleicht haben die einen neuen Werbeclip gedreht. Wie ich meine Mama nerve, weil mein Handy ladet. Also ich habe schon 8.000 Mal gesagt, ihr sollt von mir keine Memes reintun. Danke schon, Rudi, dass du wieder mit deinem A** zuhörst. Ne, Alaka, Digga, was ist das, Bruder? Was ist das? Oh, in die Fresse, was soll was? Kann ich ausrasten, Alter. Wenn ich nachts in die Küche gehe, um Wasser zu trinken. Okay. Meine Oma ist. Schulz-Abi ist ganz gottlos unterwegs. Ist heute 84 Jahre alt und spricht immer noch kein Deutsch. Was können wir tun? Abschieben. Als ob, Digga, das ist doch safe. Natürlich sind wir aber okay, war gut, war gut. Ist das nicht Nihan? Oder ja, bin ich behindert? Ja, ich sehe. Ich grüße an Nihan an der Stelle. Ja. Was wollte der Kelp, was da eigentlich gestern passiert? Was da eigentlich gestern passiert? Digga, f*** euch und f*** eure Grammatik, Alter, okay? Was denn, Alter? Was denn? Ihr lebt in Deutschland, ihr seid in Deutschland geboren. Bitte schreibt vernünftig im richtigen, was wollte der Kelp, was da eigentlich gestern passiert? Was ist das, Bruder? Ja, da fehlt nur ein Ist. Na, scheiß. Du ein Foto mit ihm machen. Okay. Allah. What everyone saw. Okay. Wer lacht, kommt in die Hölle. Oh mein Gott. Malabilla gottlos, Digga. Naja, der Kanal heißt ehrenlose Memes. Über sowas dürfte man eigentlich nicht lachen, Alter. Ja, es ist passiert. Ja, okay, also wenn es jetzt ein normaler Mensch wehtut, kann man lachen, aber wenn... Genau, ja. Das ist die Aussage, Bruder. Okay. Ja, okay. So. In anderen Ländern... Sex, Allah, Sex. Oh, ich liebe diese Knackgeräusche, der Beste. Den kenne ich schon, den habe ich gesagt. Den kennst du auch, den habe ich dir geschickt. Allah, gottlos, Digga. Okay. Ich find's auch nicht witzig, alles gut. Oh.
POV, der Furz von deinem Vater weckt dich. Das war der gottloseste Furz, den ich je in meinem Leben gehört habe, Digga. Wenn ich auf Hochzeit gezwungen werde zu tanzen, obwohl ich nur wegen Essen da bin. Also, Digga, das Problem ist, weißt du, was für ein Problem ich gerade habe? Als ich auf diese Gutmemes reagiert habe, konnte ich hier nicht Beleidigungen, dies, das, weißt du, meine? Also, an der Stelle würde ich jetzt sagen, der Meme war so krass, den ziehe ich hier morgen auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Hanne, welcher Mensch soll hier lachen, Digga? Welcher Mensch? Wieso macht er das? Der Hund bekommt Angst, Digga. Normal People, Dankeschön an der Stelle nochmal an Rudi. Ja, aber das kannst du doch selber denken. Alles klar, das wird die Ausrede sein. Kurz TikTok-Trend mit einer Spinne machen. War aber gut. Genieß die Musik, irgendein Straßenmusiker. Sag, wer will Beef? Neun in den Jeans, kennen oder schieß, ja, fuck the police. Sehr starker Meme an der Stelle. Vogelabi macht Flügel auf Null. What the fuck, Bro? Kennst du das mit dem Huhn? Ja, kenn ich. Aber warum machen die Tiere nichts? Oder mit dem Affen, Bruder. Er war da seit noch, oder? Nee, kenn ich nicht. Das Ende. One hour later. Pablo. What the fuck, Digga? Onkel, bitte übertreib diesmal nicht. Onkel. Moment. Er hat sie umgefixt. Guck mal. Das ist nicht so schön. Sehr starker Meme. Das kenne ich schon, das ist auch sehr alt. Ehrlich sein, Tampons können wir nicht zu oft wechseln, es tut einfach weh, die Vagina wird extrem ausgetrocknet. Was für ein Trocken? What the fuck, Bro? Wenn du neben deinem Vater betest. Ich mag die Gebets-Memes, die sind sehr gottlos. What the fuck, Bro? Schützig. Nee. Digga, ohne Sinn, Mann. Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen, auch ich. Come on, Kai! Come on, Kai! Come on! Zwei Frauen sind im Fahrstuhl eingesperrt und er gibt sich als Elektriker aus. Hab ich auch, das kam schon 8000 Mal auf meine Instagram-Dingsseite. Bei dir auch? Hallo! Kennst du das nicht? Nee. Elektriker! Wie viele Personen sind drin? Wir sind zwei! Ah! Er macht Pitchling einfach. Jingip kickt doch. Hä, what the fuck? Geist im Auto. Aber wie? Ja, das ist irgendein Fehler am Getriebe oder keine Ahnung. Einfach. Das sah nicht so schön aus, Digga. Füße verdecken. Okay. Vergessen, mein Vater bei Storyviews zu blockieren. Schaut selber. Senin o ananı öğrenir sikeceğim Ahmet orospu çocuğu. Sen eğer Ağustos'ta buraya geldiğinde yazmazsan senin o ananı, avradını, ablanı, teyzeni, karını tek tek sikeceğim sana söyle. Okay. Ich werde überfallen, die Polizei währenddessen. Aber Bruder, guck mal, es muss jetzt kein Meme sein, wo wir uns totlachen, aber warum macht die Polizei das? Na, haben die nichts zu tun, dass die TikToks drehen, Bruder? Ist es schon zur Normalität geworden? Tamam, da trotzdem cringe. Wenn Engel sehen, dass Haram ist anfangen zu beten während Ramadan, hä?
Don't feel the fall. Wallah billa, wallah billa gottlos. Du hast dich vergessen, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Wallah, bei mir passiert das auch so oft, Bro. Weißt du, was ich gestern gesagt habe in der Folge, in der Meme-Folge? Da ging es um dieses Türkei-Portugal-Spiel. Ich so, stell dich mal vor, Türkei gewinnt gegen Türkei und wir kommen weiter. Scheiße, Digga. Okay, der war gut, aber. Wenn meine Eltern vom Elternabend zurück sind und ich so tun muss, als ob ich schlafe. Wenn ich dich erwische, ich. Ich hab, hast du mal Schläge bekommen deswegen? Bruder, ich hab sehr viel Anschiss bekommen einmal, Mann. Und einmal habe ich so getan, als ob ich heute ist so. Ey, weißt du, was ich gestern geträumt habe? Das jeden Tag ja, ja, wie immer. Ey, Bro, weißt du, was ich vorgestern geträumt habe? Aber herber als Albtraum. Ich habe eine 6 geschrieben und ich hatte Angst, dass ich nach Hause gehen muss. Das war mein Traum. Hanne, Gehirn muss doch eigentlich schalten, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Bitte. Sohn tut so, als ob er tot ist, die Reaktion des Vaters. Wallah billah, damit habe ich nicht gerechnet. Achso, also ist eine Aussage, weil sein Sohn so ein dummes Poster ist, Mann, ja? Ey, ich muss mir das nochmal angucken. Akzeptieren oder so. Warte kurz. Okay, okay, kann man machen, Digga. Natürlich macht das so ein Mädchen immer möglich. Na, er wird beleidigen, ist der Klassiker. Ja, klar. Oh, Bro, guck mal. Kenn ich schon, kann sich f***en. Diese technische Fehler, guck mal, dieser an diese Griff hier. Halt mal kurz da fest, weil das muss kurz stabilisiert werden, weißt du? Warte. Das muss nur stabilisiert werden. Halt nur fest. Hallo? Teach American bad German words. Americans bad German words. Part 7. Ich hab ein klein Schatz. Yes. Ich bin halt. Yes, sir. Yes, sir. Wieso macht man sowas? Mein Schwein ist klein. Nee, also bei dem glaube ich das nicht. Nee, ich auch nicht. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ich bin ein Okay. Stories von Mädels, die Ausschnitt tragen, aber ihre Brüste verdecken. 10 cm Stoff, Baby, gib ihn. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihn. Fahren in dicken Limousinen durch. Hä? Ja, er meint damit, dass sie Ausschnitt haben, aber so verdecken. Weißt du, ich meine? Hanne, warum hast du denn überhaupt diesen Ausschnitt, wenn du es eh verdeckst? Entweder ganz oder gar nicht, sagt er. Okay. Okay, das ist unverschämt auf anderem Level, aber ich lach mich kaputt. Nein. Okay. Ich kenne es nicht. Ich weiß, was kommen wird. Das ist auch schon uralt. Einfach eine Dame mit Kopftuch, die richtig krass Basketball spielt. Hey, an ist Sikim, Para in den Jeans. Muku macht den Beat und das kenn ich schon, Digga. In den Streams. Alte Memes macht keiner, Digga. Wollte nur kurz Essen kaufen, bis ich den Bree gesehen hab. Leichte Beute. Okay. Kleine Kinder im Iran nehmen Gebet nicht ernst. Hat jemand den längsten Meme der Welt bestellt, Rudi? What the fuck, Bro? Ich wollte doch nur eine Story machen. Ah, das ist My Wellness. Kenn ich aus dem Internet. What the fuck? Digga, ist das, hat dir jemand ein Islam-Meme-Video bestellt, Rudi, Alter? Wie machen die diese Muster in die Gebetsteppiche rein? Mensch, oder Maschine? What the fuck, Bro? You already know my boy back in the barbershop? Checkmate, my boy looking clean. Also, bevor das Video gleich zu Ende geht, ja, ich möchte was sagen. Ich poste täglich in die Discord-Gruppe rein keine amerikanischen Memes. Es werden alle weggebannt, die amerikanischen Memes reinposten, okay? Jetzt versuch mir einmal geistlich zu erklären, wie Rudi darauf kommt, das einzubauen. Ich sag dir warum, Bruder. Weil irgendwann gehen die Memes vorbei, die deutschen Memes, und dann brauchst du solche Weil man 5000 Memes drin hat.
Ja, pass auf. Gehen die irgendwann vorbei, ja? Naja, in ein oder zwei Wochen wahrscheinlich dann. Weißt du, ich meine? Ja, aber das ist gerade mal die zweite Folge. Ja, und in drei Wochen ist er dann tot oder was? Natürlich nicht, aber. Ja, also. Also, er baut einige amerikanische hin, damit das sich so ein bisschen zieht. Ja, er streckt das ein bisschen. Das gefällt mir aber nicht. Naja, es muss passieren. Nee, es muss nicht. Muss es nicht, Digga. Du klaust das Handy von John Burke, aber brauchst Face ID. Walla Billa sogar erinnert mir nicht. Sag mal. Okay, also warte mal kurz, ja? Der ähnelt mir jetzt, oder was? Der soll mir jetzt ähneln. Wenn du jetzt die Augen auch so machst, vielleicht, sag mal. Digga, er zupft seine Augenbrauen. Ich hab meine Augenbrauen noch nie gezupft in meinem Leben. Was? Okay, also... Wo ähnelt er mir? Okay, wem ähnelt er mehr? Dir oder mir? Oder Drogba? Das ist kein Vergleich. Nicht, wen er mehr ähnelt. Erstens habe ich kein Face ID und zweitens habe ich meine Augenbrauen noch nie gezupft und drittens, er soll nie wieder meinen Namen benutzen, okay? Sag ihm das. Okay. Danke. Okay, Kubilay CLS. Baby, du... Sie dachte, dass er eine entspannte Melodie anmacht, auf einmal Subway Surfer. Du weißt ja, ich habe immer Probleme einzuschlafen. Und ich würde dich fragen, ob ich noch meine Einschlafmusik hören kann. Mhm, alles gut, Schatz. Ist das okay? Mhm. Okay, ich liebe dich. Ja, Rudi, Ansagen drücken, ja. Ich zitiere, Can, die zweite Folge ist krasser als die erste. Also es gab Lacher, so ist es nicht. 2-3 so? Ja, 2-3. Und wir haben den Kanal als gehypten Meme-Kanal aufgebaut. Die erste Folge war Sex, also das war ein Haufen Scheiße. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Haufen Scheiße reagieren sollen, dann tut mir bitte einen Gefallen, einen kleinen. Abonniert diesen Kanal, vertraut mir, die dritte Folge wird krasser. Bisschen habe ich gelacht, aber die Folge war nicht besser als die erste, meiner Meinung nach. Da muss man auch ehrlich zugeben, Digga. Erstmal Rudi kündigen an der Stelle. Kommt in den Discord rein, postet Memes rein und falls die dritte Folge genauso schwach werden sollte wie die zweite, ist Rudi ganz schnell raus aus dem Steier hier. Ach, das war schon mit Rudi, oder was? Na klar, so schnell kann es gehen. Das Leben ist ein Auf und Ab. Verstehst du? Es gibt mal Ups und mal Downs, aber nicht nach der zweiten Folge. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Das gefällt mir nicht. Ich sag's, wie es ist. Wenn ihr wollt, dass auf weitere ehrenlose Memes reagieren, dann gibt auch diesem wieder einen Daumen hoch. Und jetzt bin ich raus. Wir sehen uns morgen nicht wieder, weil wir jetzt nach Antep fliegen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Okay, tschüss.